Ja, wir stehen hier an den Bahngleisen im Industriepark. Das ist das sogenannte Stammgleis, das ja im Moment ja, still liegt, kann man sagen, oder? Sie wollten eigentlich, glaube ich, hier mit der Bahn anreisen oder auch die Bahn ausstellen, aber durften nicht. Ja, wir hätten gerne die Chance genutzt, uns der Bocholder Bevölkerung und der Öffentlichkeit zu zeigen mit einem modernen Güterpersonenzug. Die Stadt hat das begründungslos uns gegenüber der Westmünsterlandbahn GmbH abgelehnt. Wir hätten heute hier zeigen können, wie die Verkehrswende auch im Güterverkehr einzuleiten wäre, nämlich die Verlagerung von Gütern auf die Schiene. Das hat die Stadt abgelehnt. Und wir schlussfolgern daraus, dass die Stadt kein gestärktes Interesse daran hat, überhaupt über die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene nachzudenken. Die hat aber auch in anderer Hinsicht kein gesteigertes Interesse, nämlich die Reaktivierung der Bahnstrecke Bocholt-Rhede, die Sie ja auch präferieren oder auf der sozusagen Ihr gesamtes Geschäftsmodell liegt. Was haben Sie da vor und warum gibt es da so große Widerstände? Ja, also wir haben auf jeden Fall vor, die Strecke wieder aufzubauen, zunächst in einem ersten Schritt Richtung Rhede. Die Stadt möchte auf dieser Bahntrasse, die nach wie vor eine Bahntrasse ist, einen sogenannten Radschnellweg, den RS2, bauen und hat dazu beim Eisenbahnbundesamt einen Entwicklungsantrag gestellt. Das heißt, man soll dieser Fläche den Status einer Bahntrasse entziehen. Die Westmünsterlandbahn GmbH ist anderer Auffassung. Wir brauchen dringend eine Bahnanbindung in östliche Richtung ans Oberzentrum Münster. Wir möchten die Trasse erhalten und wir haben das Ziel, innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre den Bahnverkehr zumindest bis Rhede zunächst wieder aufzubauen. Jetzt sagen ja der Beigeordnete aus Rhede, aber auch der Stadtbaurat Zöhler hier in Bocholt, das funktioniert sowieso alles nicht. Das ist also, sie würden hier die Leute hinters Licht führen und so weiter, kriegen also gehörigen Druck. Haben Sie damit gerechnet? Wir haben mit diesem Druck gerechnet. Der Druck rührt daher, dass man sich auf das Gutachten des Zweckverbandes Nahverkehr bezieht, der ja 2020 die irre Summe von 440 Millionen aufgerufen hat zur Reaktivierung dieser Trasse. Ist allerdings von der Annahme ausgegangen, dass es keine Bahntrasse mehr sei. Wir sind anderer Auffassung. Die Zeichen stehen für uns gut, dass diese Trasse weiterhin als Bahntrasse erhalten bleibt. Sie ist eine Bahntrasse und dann ist auch ein normaler Bahnübergangsverkehr vorgesehen. Dann reduzieren sich die Kosten um über 70% und dann ist es realistisch, dass man diese Strecke wieder aufbaut. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und schauen wir mal, wie es wird. Vielen Dank. Vielen Dank.